Hi Freunde, willkommen retour. Danke fürs Wiedereinschalten zum Pokal. Dritte Runde gegen Mainz auswärts. Ein richtig schwieriges Spiel, das heute vor uns liegt. Und ja, letzter Part war ein absoluter XXL-Part, der ein bisschen eskaliert ist. Deswegen werde ich heute schauen, dass wir pünktlich aufhören können. Ja, Spiel gegen Mainz. Natürlich sind wir komplette Außenseiter, das ist ganz klar. Dazu noch, dass die Stamm-Innenverteidigung ausfällt, ist natürlich Katastrophe. Senkbell 4 Tage, Lavallee 2 Wochen. Das heißt, wir müssen mit Samson und mit Quero spielen in der Innenverteidigung. Ich habe noch überlegt, Daniel Wein vielleicht zurückzuziehen, aber ich finde, Samson passt vor allem mit seiner Sprunghöhe deutlich besser in die Innenverteidigung. Ja, der Rest ist eigentlich eh okay, so wie es im Moment aussieht. Wir haben Sané auf der Bank. Wir werden dann noch einen Platz haben wir da noch. Können wir dann Terigo auch noch mitnehmen. Ja, es tut sich jetzt noch ein bisschen was, also wir haben ja ein paar Angebote noch draußen, dann Terigo wird eventuell noch gehen, die Paola wird eventuell noch gehen und wir brauchen noch unbedingt jemanden fürs zentrale Mittelfeld, so der Plan. Rechts hinten haben wir ja schon mal geholt, zentrales Mittelfeld ist ein bisschen schwieriger, da haben unsere beiden Favoriten quasi haben wir nicht bekommen, deswegen schauen wir mal, wie es läuft. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf die Partie gegen Mainz, wir werden sonst in unserer Stammformation spielen, das heißt ein Sané vorerst nur auf der Bank. Ja, den Rest lassen wir jetzt auf uns zukommen. Ich bin noch echt irgendwie angetan von der Idee, Moritz Leitner zurückzuholen. Das werde ich mir echt noch überlegen. Weil das halt schon einer ist, der ja, aus der eigenen Jugend kommt, das hat halt schon was. Den zurückzuholen. Aber jetzt konzentrieren wir uns mal auf Mainz. Wir haben danach dann eh noch genug Zeit, um uns zu kümmern um die Verlängerungen und Verpflichtungen. Verlängerungen haben wir eigentlich kaum, Verpflichtungen hauptsächlich, die halt so jetzt im Jänner-Transferfenster anstehen. Hier sind wir auf jeden Fall die Aufstellung der Mainzer. Wir werden einfach schauen, dass wir ja versuchen, Bestmögliches rauszuholen. Auch wenn hier auswärts gegen einen Bundesligisten es sehr, sehr schwierig werden dürfte. Vielleicht ist es schon ein gewisser Gradmesser für einen möglichen Aufstieg, dass wir sehen, okay, was funktioniert nicht so. So, was macht der Raum? Er klärt auf Mané, aber nicht. Mané kann sich nicht durchsetzen. Quero klärt. Aber wir kriegen ihn einfach nicht weg, den Ball. Und da war die erste gefährliche Situation. Aber zum Glück absolut unplatziert. Und damit bleibt es noch beim 0-0. Wir hatten jetzt anscheinend auch eine kleine Torchance. So, vielleicht jetzt mal Wein. Regen hat auch schon eingesetzt. Staude zieht nach innen. Staude nochmal mit der Chance, aber der Abschluss eindeutig zu harmlos. Zumindest mal wieder eine Offensivaktion von uns. Das heißt, wir haben jetzt schon ein leichtes Plus, was Torschüsse angeht. Bringt uns natürlich nichts, aber man sieht zumindest, dass wir es schaffen, in der ersten halben Stunde mitzuspielen mit Mainz auswärts. Das stimmt mich auch positiv für einen möglichen Aufstieg. Aufpassen jetzt auf den Konter. Falls wir aufsteigen, werden wir es wahrscheinlich ein bisschen defensiver probieren. Aber ich habe da jetzt bewusst die Taktik für dieses eine Spiel gegen Mainz nicht verändert. Ich möchte ihm eigentlich so gut es geht treu bleiben. Wie gesagt, im Sommer werden wir das Ganze dann vielleicht ein bisschen umgestalten müssen. Aber nicht viel. So, Raum. Mané. Und der Versuch war gut. Also man kann jetzt schon fast sagen, dass wir ein bisschen das aktivere, auffälligere Team sind. Raum mit der Ecke. Was macht Dressel? Spielt zurück zu Ludewig. So, Pululu setzt sich durch gegen Querosch. Querosch hat das echt schlecht gemacht. Richtig, richtig schlecht gemacht. Also, wir werden das jetzt mal kurz in der Wiederholung auch analysieren. So, kommt davon. Ja, hier sehen wir eigentlich, die Situation ist ganz in Ordnung. Und was Querosch jetzt nicht machen darf, ist draufgehen.
Also wenn er sich zurückzieht und geduldig immer weiter zurückgeht mit Samson auf einer Höhe, dann kann es vielleicht sogar sein, dass einer der Spieler hier hinten helfen kann. Stattdessen geht er drauf und dann ist es halt durch diese Gegend. Also Pululu braucht dann nur diesen einen schnellen Antritt an Queros vorbei und damit fehlt ihm komplettes Tempo. Das heißt, da muss er abwartender attackieren, beziehungsweise einfach abwarten, Raum dicht machen, Zentrum dicht machen und mit Samson gemeinsam zurückgehen. Das war einfach schlecht gemacht von ihm. Hat er nicht bewertet bekommen oder gewertet bekommen. Aber so kannst du so eine Situation auf jeden Fall ganz gut verhindern. Vielleicht jetzt noch die Chance vor der Pause. Aber wieder Konterchance. Padero. Lulu setzt sich durch. Und da war Hoffmann gerade noch dran. Also beinahe wieder in einem Konter das Ding kassiert. Nochmal die Chance. Jetzt klärt Samson und vielleicht jetzt Mané. Da gibt's. Meiner Meinung nach war das wieder eine gelbe. Okay. Gut. Enge Partie. Schwierige Partie. Ich habe bislang Pech gehabt, trifft es eigentlich eh ganz gut. Sonst werde ich momentan noch nichts wechseln. Wir spielen nach wie vor mit dieser Mannschaft weiter. So, toller Pass in die Tiefe auf Mané, aber der ist halt jetzt alleine, muss warten. Staude legt gut ab, Wein mit dem Versuch, der war gar nicht so schlecht. Körpersprache ist gut bei den Jungs, alles okay. Sie geben noch nicht auf. Ludewig. Und, boah, Masson kommt da plötzlich am kurzen Pfosten zum Abschluss. Aus kürzester Distanz. Auch hier das, die Standardsituation nicht schlecht. Wir können auf jeden Fall versuchen, dass wir die Standards rausholen gegen Mainz. Wir sind eigentlich wirklich das aktivere Team. Das bessere Team. Also wie gesagt, es stimmt mich auf jeden Fall ein bisschen optimistisch, wie das Spiel hier läuft. Egal, ob wir jetzt weiterkommen oder nicht. So, Raum wird müde. Da werden wir jetzt, denke ich mal, Sané zu seinem Debüt bringen. Nach innen ziehend passt auch ganz gut, weil dann haben wir einen hinterlaufenden Lelo. Ich wollte sowieso noch einstellen, dass die Außenverteidiger das Spiel ein bisschen breiter machen sollen. Schauen wir mal, Sané jetzt also mit guten 30 Minuten circa, die er spielen kann. Schauen wir, ob er vielleicht den einen oder anderen Akzent setzen kann. Jetzt hat Dressel eine gelbe kassiert, jetzt mache ich den nächsten Wechsel. Und zwar ziehe ich Masson zurück, aber der darf durchaus mitgehen. Und ich bringe Strelec rein, weil wir brauchen jetzt mehr Offensivpower. Strelec bekommt die Rolle des Stoßstürmers neben Mané. Dann haben wir jetzt da vorne noch einen quasi Brecher drin. Und Masson geht zurück für Dressel. Dann haben wir Strelec, Wein. Sané legt ab und Mané, Riesenparade vom Torhüter. Das ist unfassbar. Super gemacht von Sané. Aufpassen jetzt auf einen möglichen Konter, aber da wird nichts draus. Staude, Ludewig. Gut von Masson, Strelec. Boah. Aber es war abseits, schade. Wen könnte ich noch bringen? Einen Wechsel haben wir noch. Rigo und Di Paola wären möglich fürs Zentrum. Hermacht, der Rechtsverteidiger, den könnte ich holen, reinbringen. Den haben wir ja neu geliehen jetzt, weil er sehr offensiv stark ist. Oder Capus oder Mendes eventuell. Mendes nach innen ziehend wäre auch nicht schlecht. Ja, das machen wir für Staude. Dadurch sollten wir auch auf rechts wieder mehr Platz haben zum Hinterlaufen. Jetzt sind wir auf jeden Fall schon ordentlich offensiv. Apropos, Grundausrichtung erhöhe ich auch noch. Es ist halt schwierig, gegen so einen Gegner
auswärts dann aufzumachen und so offensiv zu werden. Und da ist das Tor. 0:2, 84. Minute. Okay, da setzt er sich gegen Sané durch, dann kommt der Ball in die Mitte und Öztunali setzt sich durch, da schlafen wir auch ein bisschen. Ja, es war kollektives nicht gut verteidigen. Damit jetzt Mainz verdient mit einem weiteren Tor in Führung. Sané, Strelec, da macht er sein Tor und Sané seinen Assist. Ist ja spannend, okay. Ja, jetzt werden wir halt voll hoch stehen, voll aggressiv draufgehen. Hilft nichts. Jetzt müssen wir es noch irgendwie versuchen zu erzwingen. Flanken früh schlagen. Und etwas vertikaler. Ein paar Minuten haben wir noch Zeit. Hier sehen wir Mané. Setzt sich gut durch, legt ab auf Sané. Der ist super mit dem Pass auf Strelec. Und da, der Torhüter, der so sensationell gehalten hat, genau da patzt er jetzt. Das ist sehr bitter, tut mir fast leid für ihn, weil der spielt so eine sensationelle Partie. Und dann passiert ihm sowas. Ludewig. Bin gespannt, ob da noch irgendwas geht. Das ist natürlich jetzt schon sehr, sehr schwierig. Sehr riskant von Hoffmann. Wein mit dem langen Ball. Mané ist durch. Mané? Boah, der war nicht schlecht. Super Pass von Masson rechts raus auf Ludewig. Wird wieder nix. Wir bleiben im Ballbesitz. Ja, wir können sie schon ganz schön dominieren. Mendes. Masson, Mané. Zählt er? Nein, es ist abseits. Das gibt es nicht. Jetzt Videoschiedsrichter. Und das war abseits. Wie bitter. Da haut er so einen Pass raus. Ich habe am Anfang gedacht, er will ihn hier rechts rausspielen. Ja, okay. Super Abseitsfalle. Haben beide schön ins Abseits gestellt. Schaut euch die Statistik an. Wir spielen richtig gut auswärts gegen Mainz. Aber es war dann halt schlussendlich einfach die Defensive, die nicht stark genug war. Ja. Auch hier beinahe der dritte Treffer. Man merkt halt schon, dass die beiden Stamm-Innenverteidiger fehlen. Aber dafür machen wir es trotzdem nicht schlecht. Also nach der Partie sollten wir auf jeden Fall trotzdem optimistisch sein und zufrieden sein mit unserer Leistung, denke ich mal. Aufpassen. Ach, da gibt es sogar noch das 1:3. Also in der Höhe meiner Meinung nach absolut unverdient. Ja, müssen wir abhaken. Also wir sehen hier, also warum der Masson hier hinten mit herumgurkt, ist mir ein bisschen ein Rätsel. Also das hätte eigentlich, also die, da hätte Querosch eigentlich rüberrücken können, aber gut. Als aktiveres Team scheitern wir an kaltschnäuzigen Mainzern. So kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Ich hoffe, jetzt kriegen wir nicht noch eines. Weil das wäre jetzt echt komplett unverdient in der Höhe. Das sind 1:3 schon viel zu viel. Wir kriegen tatsächlich noch eines. Das gibt es ja nicht, oder? Also in der Höhe komplett irre. Aber es ist, man merkt es an der Innenverteidigung jetzt auch in der Situation wieder. Querosch setzt sich hier überhaupt nicht gut durch. Also kann sich überhaupt nicht durchsetzen oder behaupten in dem Zweikampf. Und damit tatsächlich das 1:4. Unglaublich. Schlechter Pass von Masson. Jo, ich hätte mir nicht gedacht, dass es heute noch so hoch wird. Ich sag dumm gelaufen.
weil man braucht sie nicht zu sehr kritisieren, auswärts gegen einen Bundesligisten. Schade ist es allemal. Aber okay. So. Müssen wir also abhaken. Sané hat sich auf jeden Fall gut präsentiert bei seinem Debüt. Was tut sich sonst noch? 700.000 haben wir erhalten. Streich, was macht der? Ah ja, Streich ist ja Bundestrainer, so geil. Hoffmann und Raum als mögliche Kandidaten fürs Nationalteam. Wie geil ist denn das? Das ist natürlich ein Hammer. Dann gibt es ja Angebote wieder für Yilmaz, der natürlich nach wie vor kein Thema ist. Der wird im Sommer dann in die Bundesliga, in die zweite Bundesligamannschaft von uns wechseln. Oder Bundesligamannschaft, je nachdem, wo wir halt sind. Aber die sind noch zu jung für den derzeitigen Wettbewerb. Da müssen wir noch kurz warten, bis wir sie dann auch einsetzen können. Ja, und jetzt würde ich sagen, wir werden mal schauen, dass wir einen zentralen Mittelfeldspieler finden. Ich gehe jetzt nochmal kurz auf Mittelfeld zentral und auf... Ja, gehen wir mal auf die Transferliste. Modahut haben wir eh schon gesagt, geht leider nicht. Sebastian Rode, Rani Khedira. Ja, Khedira ist eigentlich auch nicht so verkehrt. Wird mir schon ganz gut gefallen. 2,9 Millionen. Hat der Marktwert. Ah, okay. Der ist zwar auf der Transferliste, aber laut Spielerberater wird Schalke trotzdem 4 Millionen fordern. Was ist mit Moritz Leitner? Grundfitness 9 bis 12. Das ist halt nicht sonderlich gut. Das heißt, der wird relativ schnell abbauen. Ich glaube, dass das nicht die optimale Lösung ist. So gerne ich ihn zurückholen würde. Kavar oder Chavar von der Eintracht wäre schon spannender. Jetzt auch nicht der schnellste. Aber ist defensiv wie offensiv stark. Hat auch ganz gute Standardsituationen. Wäre leistbar. Kann man mal scouten und auf die Auswahlliste setzen. So. Ja, mir wäre eigentlich am liebsten, wenn wir irgendjemanden holen, den sonst niemand auf dem Schirm hat. Ha, und den kann ich mich auch noch gut erinnern. Nicht benötigt beim AC Ajax so. Ist auch Malaga interessiert. Gehaltsmäßig okay, Ablöse okay. Hat halt nicht wirklich viel Potenzial. Irgendwie hätte ich schon ganz gern noch jemanden, der halt wirklich stark ist. Tom Carroll. Gakangül. Wäre auch nicht uninteressant. 275.000 fordern sie. Da ist die Frage, hat er noch Potenzial? Natürlich mal schwer, das einzuschätzen. Aber wäre durchaus ein interessanter Spieler für uns. Passt vom Alter her auch richtig gut. So wie Nemanja Matic zum Beispiel. Da haben wir einen 24-jährigen Kasama. Kann man auch mal auf die Auswahlliste tun. Kevin Campbell, ist halt schon 32. Grundfitness ist gut, das heißt, der baut noch nicht so wirklich ab. Gehalt ist halt ein bisschen kritisch. Fordert 2 Millionen im Jahr. Etienne Capoue, auch nicht mehr der Jüngste. Wen haben wir da? Davy Vandenberg. Hat auch nicht mehr wirklich viel Potenzial. Es ist schwierig, Leute. Es ist richtig, richtig schwierig. Gehen mal nicht auf den Transferstatus. Aber Marktwert, da muss man halt schon ordentlich runterschauen. Da haben wir einen 20-Jährigen von Eindhoven. Der ist wieder sehr offensiv stark. Brauchen schon einen, der auch defensiv ein bisschen was drauf hat. Ja, was ist sonst mit ihm? Was mich ein bisschen stört, ist, dass er nicht der Schnellste ist. Der ist interessant. 5 Millionen Brentford, okay. Kann man eigentlich knicken, brauchen wir auch nicht mehr scouten. Der ist deutlich zu stark, zu teuer. Nils Seufert, Arminia Bielefeld. Den werden wir auch nicht kriegen.
Wen haben wir da? Paul Jäckel. Doch eher zu defensiv. Hätte schon gern so einen Spieler fürs Zentrum, der halt offensiv stark auch ist. Wen haben wir da? Manu Kone. Okay, kann man auch mal scouten, aber wird zu teuer sein. Rick Decker. Ja, ich meine, grundsätzlich braucht man niemanden, bis die Paola und Rigo nicht gehen. Und die Paola sind einige interessiert. Also wenn die beiden nicht gehen, braucht man auch niemanden holen, aber spätestens im Sommer braucht man da halt richtig wen. Warten wir jetzt einfach mal ein bisschen ab. So, Wisniewski geht auf Leihbasis. Unsere Neuverpflichtung, die wir jetzt im Winter geholt haben. Sehr interessanter Außenverteidiger. Auf jeden Fall eine gute Zukunftsoption. So, wen machen wir verfügbar für die zweite Mannschaft? Ich bleibe jetzt mal bei denen, wobei wir jetzt in Kürze dieses Spiel hier haben. Da müssen wir schauen, wie wir spielen. Ich möchte eigentlich durchwechseln bei den beiden Partien. Dressel trainiert nicht gut. So. Also FC Lugano, interessanter Test. GRK dann auch. Zwei Auswärtsspiele. Da bin ich mal gespannt, wie es so läuft. Aber nachdem spielerisch gegen Mainz eigentlich auch sehr gut gelaufen ist, bleiben wir auch da optimistisch. Ich hoffe, dass wir da zwei Erfolgserlebnisse einfahren können, damit wir dann einfach gut gestimmt quasi in die Spiele gehen, die dann auf uns warten in der Bundesliga. Ich kann es kaum erwarten, mit dieser Mannschaft weiter zu spielen, und ich bin schon so gespannt, wie es so läuft. Alter Schwede, bei dem läuft auch der Vertrag aus. Der hat noch nicht für Dortmund gespielt. Aber da muss ich anfragen, wenn es irgendwie geht. Stammspieler, danach Schlüsselspieler. Ganz ehrlich, das muss man dem geben, glaube ich. Einheimische Vereine in höherer Liga, das heißt, die erlischt bei Aufstieg. Gehaltserhöhung, gehen wir runter. 3 Jahre. Schauen wir mal, ich glaube nicht, dass wir den kriegen werden, aber wir müssen es probieren. Wir können generell noch schauen, wie es ist mit den auslaufenden Verträgen. Ob wir da noch wen finden fürs zentrale Mittelfeld vielleicht. Also, gehen wir nochmal oben durch. Da haben wir eh schon mal geschaut. Koulibaly und Sheffield. Der ist wieder zu defensiv schwach. Luca Connell. Zu defensiv schwach. Samuel Asamoah. Könnte auch zu defensiv schwach sein, aber wir wissen den Tackling-Wert nicht. Scouten wir mal. Dann. Ja, Liam Walsh, wer ist denn da dran? Nottingham Forest, sofortiger Wechsel. Ganz interessanter Spieler eigentlich. Wenig Deutsche, hier haben wir nur den Mühling. So, den Danny Becker haben wir uns, Backer haben wir uns auch schon angeschaut, Liam Kelly. Victor Angban. Der ist interessant. Der ist richtig interessant. Der war bei Chelsea. Mental richtig stark, offensiv wie defensiv, glaube ich, ganz interessant. Bei dem können wir es probieren. Das wäre so einer, der das Stammspielerpotenzial hat. Ich überlege gerade, ob ich die Klausel einfach drin lasse. Können sie ja erhöhen. Weil wenn wir es nicht schaffen aufzusteigen, ist der vielleicht sogar ein bisschen teuer dann für die zweite Liga. Aber probieren wir es mal, den zu bekommen. Sicher nicht verkehrt. Fabian Schnellhardt. Jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Megatalent von den Bayern. Der Singh. Da ist jetzt Hannover an ihm dran. Das wäre ein richtig spannender fürs offensive Mittelfeld. Eventuell als Ersatz für Masson. Ist der nur Neuseeländer? Neuseeländer und Inder.
Spannend, wie da die Bayern gescoutet haben. Also der als Ersatz für Masson im Sommer wäre halt auch sensationell. Schauen wir mal. Das streichen wir raus. Mit der wird, ich glaube nicht, dass wir den kriegen. Kriegt dafür ein bisschen mehr Gehalt. Okay, dann kriegt er 5% und hier gehen wir auf 20. Aber da werden sicherlich noch andere Clubs kommen. Es wäre natürlich sensationell. Man muss ja auch versuchen, irgendwie diesen Sprung weg von den Leihspielern zu schaffen. Weil wir haben so viele Spieler geliehen gehabt im letzten Jahr und auch in diesem Jahr. Ah, die haben einfach die Option gezogen. Diese Penner. Also, das ist ja bitter. Da ziehen sie einfach die Option und der Vertrag verlängert sich. Schön wäre es gewesen. Weil, wie gesagt, diesen Sprung zu schaffen, eben von den Leihspielern. Wenn man von Leihspielern abhängig ist, ist es halt kritisch, wenn die dann alle am Ende der Saison plötzlich weg sind. Da ist Vitesse Arnheim dran. Lelo Krippe. Den schicken wir auch nach Hause. So, ich werde da jetzt ein bisschen nachbessern. Weil der verdient schon, der kriegt schon echt viel. Ein bisschen mehr kriegt er noch. Aber viel mehr möchte ich nicht zahlen. Aber dann könnte man im Sommer wirklich Samson auslaufen lassen. Weil der dürfte deutlich stärker sein. So, Paderborn mit einem Angebot für Mijovic lehnen wir natürlich auch wie immer ab. Wen haben wir da? Ein junger Este, Innenverteidiger von Tottenham. Kann man sich anschauen. Tun wir auch die nächsten 6 Monate auf die Auswahlliste. Das ist immer ganz gut bei Spielern, die auslaufen. Dann hat man sie bis zum Sommer noch auf dem Schirm. Und dann ist aber die Auswahlliste trotzdem nicht so zugemüllt. Ich weiß nicht, wie es bei euch mit Auswahllisten ist, aber bei mir wird die immer so schnell voll. Hoffmann verletzt. Zum Glück nur 1 bis 3 Tage. Jetzt war ich echt kurz richtig nervös. So, hier lehnen wir wieder ab. Angebot für Mannhardt. Das ist natürlich sensationell, weil aus dem wird, glaube ich, eh nichts mehr. So, dahin können wir verleihen. Voluntari, das ist erste Liga Rumänien. Akranes ist Island. Ja, da muss es Düdelingen werden, ganz klar. Aber jährlicher Betrag kostet 43.000. Wie im Vorverkaufsrecht. Da geht es gar nicht um das. Ach, dann lehnen wir es ab. Ich dachte, das wäre jetzt dann sowas, wo man dann die Spieler hinleihen können. Sowas bringt natürlich nichts. So, Bamba bestätigt Wechsel zu 1860. Wie geil ist denn das? Ich meine, schaut euch dieses Megatalent an. Der will dann zwar Stammspieler bei uns sein, aber der hat auch das Potenzial dazu. Der könnte sogar so ein Ersatz für Mané werden im Sommer. Also den muss man nehmen. Was hat der für einen Marktwert? 20.000. Das heißt, den könnte man eigentlich sogar sofort holen. So, den lehnen wir auch ab. Was würde denn der kosten, wenn man ihn sofort holen? Nix wahrscheinlich, oder? Weil den könnte man halt schon als zusätzliche Option für den Flügel nehmen. Oder wir sagen einfach, okay, wir lassen den im Sommer. Bis zum Sommer noch. Strelec geht weg. Ich glaube, ich lasse den bei Dortmund. Was würde dann kosten? 10.000 für einen sofortigen Wechsel. Aber er will halt. Ups. Was will er sein dann bei uns? Also steht hier da auch Stammspieler, ja. Nein, ich hole den erst im Sommer. Ist mir ehrlich gesagt jetzt lieber, bevor er dann vielleicht unzufrieden wird, weil er jetzt noch nicht wirklich viel spielt. So, Kasali wird mitkommen und Schmid auch. Hoffmann kriegt die Pause, weil er verletzt ist. Sapong darf spielen. Dafür kommt Senkball mit. Und dann sehen wir schon, dass die Mannschaft halt hier relativ klein ist im Moment. Das heißt, wir werden aus der zweiten Mannschaft jetzt ein paar. Was ist mit Cocic eigentlich? Oh, den müssen wir versuchen wegzukriegen. Poschorolu können wir mitnehmen.
Genauso wie, wo haben wir die? Mitrovic nehmen wir mit. Und Diallo ist zu schwach. Dani Berzel wäre natürlich auch was. Hans-Jana Werner Yilmaz wäre auch was. Dani Berzel ist halt einer, der schon in der ersten spielen könnte mit seinen 17 Jahren. Ich lasse den jetzt auch mittrainieren. In der ersten Mannschaft, vor allem, weil wir jetzt halt einfach, weil der Kader jetzt gerade eh so klein ist, da kann ich die gut mitnehmen, damit wir auch rotieren können. So, dann machen wir jetzt einen Cut. Ich schaffe es wirklich pünktlich aufzuhören mit den 30 Minuten. Danke fürs Einschalten, bin schon gespannt auf eure Kommentare. Jetzt habe ich die letzten drei Parts in einer Session aufgenommen. Und jetzt machen wir im nächsten Part die Tests gegen Lugano und den GAK, bevor es dann in der Bundesliga weiter geht's. Danke fürs Einschalten, bis dann. Ciao.